Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen, wo wir hier in der Höhle des Dawn sind. Was ist? Nichts. Tänzer. Mir geht's gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. Wer bist du? Fincher. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du lieber erstmal mit dem Dawn sprechen, Kleiner. Okay. Wenn sie meinen... Oh, da hinten hätten wir einen Alchemisten. Aber gut, dann reden wir halt zuerst mit dem Dawn. Hey, du. Was fällt dir ein, hier einfach rein zu spazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich komme aus der Vulkanfestung. Das sehe ich. Und? Soll ich jetzt etwa beeindruckt sein? Ja. Ich komme vom Inquisitor. Er möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Dann lass mal hören, was der feine Herr mir anzubieten hat. Oh Gott. Er sucht goldene Kristallscheiben. Na und? Was habe ich damit zu tun? Er möchte, dass du sie besorgst. Was bietet er für die Scheiben? Du erhältst die Erlaubnis, alle Ruinen zu plündern. Jedenfalls die, die du momentan besetzt hältst. Das ist in der Tat ein Angebot. Ich bin einverstanden. Die Scheiben gegen die Ruinen. Sag mal, was hat der Inquisitor mit den Scheiben eigentlich vor? Tja. Er will damit ein Tor öffnen. Ein Tor in den Berg. Wo führt es hin? Das werden wir noch herausfinden. Aber eines ist sicher. Dahinter lauert das Böse, das die Insel bedroht. Die Ruinen und die Monster. Dort hat alles seinen Ursprung. Wir werden hineingehen und alle Monster töten. So, so. Na, dann bin ich wohl besser vorbereitet. Was? Nur für den Fall, dass die Monster euch töten. Ja, gut, tu das. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Da hast du sie. Geh und bring sie deinem Inquisitor, aber verliere sie nicht. Ich hoffe für dich, dass ich es nicht bereue, sie aus der Hand gegeben zu haben. Klar? Natürlich. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Bitte nicht. Wir haben eine neue Ausgrabung in einer Tempelruine im Osten, nicht weit von eurer Vulkanfestung. Mein Leibwächter Fincher organisiert das gerade. Wenn ich du wäre, würde ich ihn mal danach fragen. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Yay, wir dürfen in die ganzen Ruinen reingehen. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Wow, 1 von 5. Nein, jetzt nicht. Hey, Vorsicht, Mensch. Fass Gold nicht an, Mensch. Hatte ich nicht vor. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos macht der Don im Hintergrund. Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Karakos kennt Axtkampf. Ja, das interessiert mich alles nicht, lieber Karakos. Wo will der Don hin? Was ist hier hinten? Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Vielen Dank für die Auskunft. Was haben wir hier? Eine Mana-Wurzel. Der Kontrast ist irgendwie... Also die... Ich weiß nicht, die Helligkeit ist jetzt ziemlich hoch, oder? Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Na sowas. Aber auch... Was haben wir hier noch? Du klaust hier die... Okay, okay. Oh Gott, nein. Es wird sich sowas von fix aufhängen. Wenn nicht, wenn ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Drück die Daumen.
Es geht, oder? Es geht. Und die Rezeptoren nehmen wir nicht mit. Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Gut, aber dann rede mit mir. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung oder bist du nur gekommen, um mit mir zu plaudern, mein Bruder? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Natürlich. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja. Es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Auch du wirst dich dieser magischen Phänomene nicht entziehen können, Bruder. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen. Wollten wir das nicht eh schon mal bei dem einen Meister oben in der Vulkanfestung machen? Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Ja, bla bla. Bedenke, Bruder. Wir sind hier nicht in den schützenden Hallen unserer Vulkanfestung. Und ich allein bin vielleicht nicht mächtig genug, um dein Leben zu retten, wenn etwas schiefläuft. Ja, ja. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon schlimmes passieren? Das hätte ich bloß nicht fragen sollen, oder? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Und die Haare. Sei also gewarnt. Schrecklich. Nein, das machen wir jetzt nicht. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Das lernen wir. Bring mir was über Alchemie bei. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten. Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Sehr gut. Ja, das habe ich mit drei noch nicht. Da sparen wir uns die Lernpunkte. Und jetzt schauen wir mal. Nein, danke. Ich kann gerade mal... Zeig mir deine Karte. Das ist sicher Rezept, oder? Den hätte ich gerne. Was war das? Stärketrank. Auch nicht schlecht. Schlösser öffnen wäre auch nicht schlecht. Von einer Rune davon wäre noch besser. Aber man kann nicht alles haben. 100. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Hä? Wieso? Wer gibt es für das alles nicht viel? Da könnte ich sich irgendwas verkaufen. Schauen wir mal. Haben wir da irgendwo die... Ich behalte mir mal... 6. Nein, ich wollte eigentlich die 6 behalten. Und hierhin 30 hauen. So. Sehr schön, jetzt bauen wir uns diese alle Mana-Tränke. Du, Klaus! Verdammt!
War klar. So. Alles nochmal. Bla bla bla. Du bist. Alles durchdrücken. Heil. Was kann. Sie hat. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder. Das müssen wir noch machen. Bring. Dann. Zurück, da. Zurück, so, zack. Zack. Ja, 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 ja. Und speichern. Ich würde da gerne rahmen. Danke. 5 Heil. Mana. Schwache Mana-Tricke finde ich gut. Die können wir nämlich echt gut gebrauchen. Ja, wenn wir Magier sind. Danke. So, wo war nicht Fincher hier irgendwo? Da hinten sitzt, glaube ich, Fincher, Fincher, Fincher. Da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Was denn? Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Okay. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf euch, Jungs aus der Vulkanfestung. Natürlich. Mehr Ärger, als wir ohnehin schon haben, können wir nicht gebrauchen. Also benimm dich hier im Lager, klar? Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Verstehe. Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Na wunderbar. Ich will da drauf. Jetzt erstmal speichern. 2 von 14 Teleportsteine ist nicht schlecht. Hä? Da hinten müsste. Was ist hier? Komme ich da zum Gemächer des Don? Ich glaube nicht, oder? Cool. Sicher nicht. Wie können die da einfach da vorne residieren und Spaß haben und was auch immer, wenn da hinten ein Ghoul lauert? Schrecklich. Könnte ich nie. Wo ist denn jetzt der Osttempel? Ja, so. Wow. Es gibt eindeutig nähere Tempel. Was guckst du so? Ja, irgendwann hau ich den hoffentlich noch einer rein. Gerade nicht. Ich weiß. Ich würde mich gerne schlafen legen. Irgendwo. Wo es niemanden stört. Speichern wollen. Und versuche mich in diese Hütte herzulegen. Stört das jemanden? Nein. Nett. Und wunderbar. Sehr schön. Jetzt kommt der nächste Tag. Frisch ausgeruht und ausgeschlafen. Auf eine lange, lange Reise gehen, glaube ich. Wir müssen ja noch Patty warnen. Müssen wir da jetzt so in die Stadt gehen? Ich weiß es nicht mehr. Und hier können wir. Ja, kann man immer noch keine Schlösserknacken beibringen. Das ist blöd.
Weil theoretisch, wenn wir das dann könnten, Schlösser knacken und zu, müssten wir dann eigentlich nochmal eine extra Tour in der Hafenstadt machen. Da haben wir eh alles. Ja, da brauch, genau, für dich jetzt zum Beispiel. Das ist ein komischer brauner Nebel. Für diese da bräuchten wir eben Schlösser knacken. Wobei für die eine, glaube ich, brauchen wir einen Schlüssel, sogar einen bestimmten. Ja. Gut, schön. Dann, weiß ich nicht, gehen wir gleich zum Osttempel, machen wir dazwischen vielleicht den Burgherrn Patroskan. Oder holen wir uns die kleine Ruine, die dort unten wäre. Ich weiß es nicht. Nein, die lassen wir noch. Die holen wir uns ein anderes Mal, die Ruine da unten. Wir könnten dann auch noch eigentlich zur Hafenstadt zur Patty unten am Strand gehen. Heute, seht ihr das? Heute keine Vierecke. Und ich weiß nicht, was heute anders ist. Keine Vierecke mit den Bäumen. Heute schaut es richtig schön aus, das Spiel. Wow. Hübsch. Es ist heute überhaupt so anders. Ich weiß nicht, mir kommt es irgendwie anders vor, das Spiel gerade. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich anders ist, aber... Schaut einfach heute schön aus. Hoppala, das wollte ich nicht. Hinten haben wir natürlich auch noch die Höhle mit den Ghoulen, die wir auch noch irgendwann mal mitnehmen. Oh, so viel zu tun. Wir gehen noch nicht runter zu Patty. Ich weiß nicht. Doch. Schauen wir. Ja, wir müssen diese Meerwege natürlich irgendwann mal. Irgendwann müssen wir sie machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hoffentlich ist es nicht umsonst. So viele Geier hier. Warum? Könnte ich natürlich auch alle mitnehmen, aber... Es ist... Ja, den nehmen wir mit. Das war falsch. Jetzt habe ich gleich einen Mana-Trank getrunken. Heiltrank und Mana-Trank. Nie wieder. Ach, das ist ein schwarzer Wolf, deswegen. Deswegen. Oh Gott. Ganz schlecht. Lässt doch irgendwann locker. Nicht sterben. Der lässt dich locker. Heiliger. Ist vielleicht ein automatischer Spielstand? Nein, natürlich nicht. Was war denn das jetzt für ein Reinfall? Wir gehen nicht zu Patty. Beschlossene Sache. Was war denn das jetzt? Das war der unnötigste Weg, den ich je gemacht habe in einem Spiel, glaube ich. Ich meine, nicht nur, dass wir schon davor, weil ich mich verdrückt habe, zwei Heiltränke verschwendet habe. Nein. Es kommt noch besser. Der Wolf ist ein schwarzer Wolf und der macht so viel Schaden, dass ich jetzt noch einmal einen Heiltrank verschwenden musste. Sind das ja auch schwarze Wölfe? Das sind hungrige Wölfe. Das heißt, die sind ziemlich schwach. Ich bin ein bogenschießender Magier. Ah.
Ja, die waren leicht. Die Blume nehme ich mit. Die da hinten nehme ich auch noch mit. Hoppala. Sehr schön. So gefällt mir das. So macht das Spiel richtig Spaß. Wunderbar. Also so lobe ich es mir. So, die Karte war da irgendwo hier hinten angezeichnet. Dafür diesen Teil der Insel haben wir noch keine Karte. Oder sie schaltet um. Was ist? Nein, das ist falsch noch für Weltkarte. Was war das? Das ist echt ein schöner Ort hier. Also den haben sie echt wirklich, da haben sie sich, glaube ich, wirklich viel Mühe gegeben. Müssen wir runter oder nach rechts? Das weiß ich jetzt sogar nicht mal jetzt. Also ich habe es ja schon mal gespielt. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht mehr sagen, wo es war. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen da runter. Nehme ich die mit? Ich habe nichts dagegen, wenn einer mal ganz weg ist. Und ich kann natürlich die anderen auch noch schwächen. Was willst denn du? Ganz sauber, aber wirklich besiegt. Ganz, ganz sauber. Haben die da vielleicht irgendwas bewacht? Da unten ist eine Hütte. Nein. Aber wem gehört die Hütte hier? Niemanden. Das sind Kobolde. Gnome. Gnome. So heißen die. Gnome. Ich glaube, ich muss zu denen da jetzt mal hin. Wie viele sind denn das? Die mich jetzt attackieren werden. Boah! Ein antizipierter Schuss von dem da hinten. Auch von dem. Habt ihr das gesehen? Den Ninja-Schlag des Todes von ihm. Ich weiß, da ist noch einer, aber der soll herkommen. Der soll mich nicht ärgern. Ein Werkzeugbeutel. 4 von 15. Wie schnell die ihre Messer zücken. Die kleinen Biester. Speichern. Warum denn noch einer? Ah, hinten ist der Häuptling, ich verstehe. Der da hinten schießt auch auf mich. So ein Arsch. Das war unfair. Von ihm hier. Hör auf, mit Sachen auf mich zu werfen. Dummer. Na? Ja, das hast du davon. Flieg weg. Ist besser so. Als verlagst. Ach so, natürlich. Der hat den da irgendwo verschleppt, getötet, ich weiß es nicht. Stahlratten. Ziemlich voll hier alles. Habe ich noch nicht geplündert? Natürlich nicht, da wurde ich aufgehalten. Boah, ich dachte schon, es ist verschlossen. Kleiner Rubin. Noch irgendwas? Nein. Hier könnte man schlafen. Was eigentlich keine schlechte Idee wäre, bis zum Mittag zu schlafen. Denn dann haben wir wieder volles Mana. Oh, da draußen ist eine komische Sonne.
Oh, es ist hell hier. Oh, es ist wirklich. Ja, da geht der fliegende Gnome. Ja, 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 ja. Und der andere ist auch hinüber. So Logismus, so Logismus. Gefällt mir das. Oben haben wir eine schöne Aussicht. Auf Krallenfalte. Da hinten haben wir eine Festung. Da wird wohl der Patrosko drin. Oh, ein schwarzer Wolf. Wir kommen in gefährliche Gefilde. Kommt mir vor. Weil wir halt einfach stark sind. Und was dann in der Festung ist, ob da wirklich der Burka ist, das erfahren wir in der nächsten Folge von Risen. Bis dann. Ciao.